Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Christoph Saring und heute behandle ich mal ein ganz kleines Problem, was viele Notebook-Besitzer haben nach dem Update von Windows 10 auf die Version 2004. Obligatorisch wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann bitte ein Like hinterlassen oder ein Abo, wäre noch schöner. Und ansonsten kann man ja auch nochmal das Glöckchen betätigen, damit man auf das nächste Video hingewiesen wird. So, was ist zu tun? Also was ist das Symptom? Das Symptom ist ja, wenn man Zoom öffnet oder Teams oder Skype for Business oder irgendwelche anderen, dass die Kamera bei vielen nach dem Update auf die Version 2004, also Windows 10 Version 2004, einfach einfriert. Das heißt, die geht so 3 Sekunden und dann bleibt das Bild hängen und danach passiert nichts mehr. Und es wird auch nichts mehr übertragen. So, nun gibt es im Netz Haufen Beispiele, wie man Treiber neu installiert und irgendwelche Sicherheitspatches runterlädt von Microsoft und eine ganze Menge auch dubioser Sachen. So, meine Erfahrung nach den letzten Wochen, Monaten ist, dass die einzige, also sagen wir mal, die Lösung, die bei 80% aller Fälle oder eigentlich bei 90% aller Fälle zum Erfolg geführt hat, ist die Modifikation der Registry. Das Problem wird vorwiegend durch ältere Kameras erzeugt, weil Windows nach dem Update eine bestimmte Übertragungsmethode für die Bilddaten nicht mehr unterstützt. Es ist aber kein Problem mit Treibern. Das ist eine einfache An-Aus-Geschichte. Das heißt, die Unterstützung ist noch implementiert, muss nur wieder eingeschaltet werden. Und das machen wir jetzt. Dazu starten wir jetzt einfach mal den Registry-Editor. Und zwar als Administrator. Das heißt, wenn Sie jetzt normaler Benutzer am Rechner sind, werden Sie nach Benutzername und Passwort gefragt. Und ansonsten gibt es nur eine einfache Ja-Nein-Frage. Und zwar, ich mache das immer hier, ich drücke auf den Startknopf, sage hier RegEdit und als Administrator ausführen. So öffnet er sich. Und zwar würde ich dann empfehlen, vorher wie immer ein Backup zu machen, beziehungsweise wenn man nicht sehr versiert ist oder sich unsicher ist, sich jemanden zu suchen, der ein bisschen sicherer unterwegs ist. Um das Problem zu lösen, werden wir jetzt 2 Registry-Einträge hinzufügen, beziehungsweise modifizieren, falls die Registry-Einträge schon existieren. So, beide befinden sich hier unter dem Punkt Hotkey lokal Maschinen. Also ich würde empfehlen, erstmal alles zusammen zu klappen, falls hier das in einem Baum schon geöffnet ist. Dann klappen wir das hier auf. Dann gehen wir hier unter Software, suchen uns dann den Bereich Microsoft aus und darunter suchen wir nach dem Eintrag Windows Media Foundation. Und zwar finden wir den hier und dann haben wir den Punkt Plattform darunter. So, hier fügen wir jetzt einen neuen Schlüssel ein, also Schlüssel nicht oder Eintrag ein, einen sogenannten D-Word-Eintrag, also das mit dem 32-Bit hier dahinter bitte benutzen und benennen den Enable Frame Server Mode. Ich werde das auch unterhalb des Videos nochmal kommentieren. So, dann können wir mal Doppelklick drauf machen und hier sollte der Wert 0 sein. Falls dieser Eintrag schon existiert und Sie das gleiche Problem haben, dann setzen Sie, und hier sollte eine 1 drinstehen, dann setzen Sie das mal auf 0. Also wenn der Eintrag nicht da ist, hat Windows den Default-Wert 1 für dieses Problem. So, das heißt, hier sollte jetzt eine 0 drinstehen und dann probiert man einfach mal, ob das dann funktioniert. Beziehungsweise wir müssen noch einen zweiten Eintrag einfügen. So, ich gehe mal so ein bisschen kompliziert nach oben. Und zwar ist dieser Eintrag auch unterhalb von Software, also Hotkey, lokal Maschinen, Software. Und zwar unter WoW 6432 Node. So, den klappen wir auf. Dann haben wir auch wieder den Eintrag Microsoft. Und darunter gibt es auch den Eintrag Windows Media Foundation. Und auch den Eintrag Plattform. Und hier genau das gleiche, den D-Word eintragen und darauf achten, dass hier der Wert 0 steht. Also, wenn dort jetzt eine 1 sein sollte, auch die auf 0 ändern, also falls der Eintrag schon existieren sollte.
So, jetzt empfehle ich einfach mal einen kurzen Neustart zu machen. Ist nicht unbedingt immer gesagt, dass das sofort übernommen wird. Also nach dem Neustart sollte es dann einfach sein. Ich hoffe, ich konnte euch wieder helfen. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, bitte abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start in die neue Woche. Und wenn ihr Fragen habt, dann einfach einen Kommentar unterhalb des Videos hinterlassen. Bis dann, euer Christoph.